Such kurz Scooby Your Guys und dann reden wir weiter. Kommen wir dir entgegen? Nee, doch nicht. Ja. Hooray! So. Gut. Erstes Spiel gemacht. Boom! Ja, wer macht Panzerelite war unsere Wahl. Jo. Der Cody hat die Wehrmacht genommen, Scooby die Panzerelite. Ist nicht zu unserer Gunsten ausgegangen. Ich sag mal so, wir hatten einen guten Plan. Wir dachten so, Wehrmacht, ja, so viel wussten wir. Die sind so gut für Defense und so, also einen stetigen Frontverlauf aufbauen. Und wir dachten, ja, Panzerelite wäre so eine Fraktion, die einfach Panzer hat und den Frontverlauf nach vorne pusht, ja. Einfach blitzkriegmäßig, ja. Das hat sich als totaler Irrtum herausgestellt, denn Panzerelite muss scheinbar auf Tech 3 kommen, um überhaupt Panzer zu haben, die mit den anderen Fraktionen ebenbürtig sind, ja. Ansonsten soll die Panzerelite mit ihren ganzen 1000 Maschinengewehren auf jedem Fahrzeug totale Infanterie-Crasher sein. Das hat sich damit erledigt, dass wir von Doppel-US-Schützengruppen einfach niedergerusht wurden. Durchs MG-Feuer durch. Das ist korrekt. Ja. Ja, wir stehen hier am Scheideweg förmig sozusagen. Als nächstes probieren wir mal, auch wenn das gegen unsere Moral im Prinzip verstößt, US und the British. The Royal Army zu nehmen, ja. Commonwealth Forces. Ja, um zu sehen, wie das da überhaupt ist. Und wie, ja, so die Deutschen sich dagegen wehren, ja, um das mal zu sehen. Genau. Ja, an sich schon. Das ist es. Wir hoffen, wir können da sofort eine Strategie erkennen, die wir adaptieren können, um überhaupt mal ins Spiel an sich einsteigen zu können. Denn, ja, wir konnten uns gegen Doppel-US jetzt schon eigentlich langsam wehren mit Panzerelite, Panzerwagen und Aufklärungsfahrzeugen. Kozar hat den Mörser rausgebracht, der sehr geholfen hat. Aber dann kam Doppel-Britisch, ja. Wir wurden von 4 Artilleriedingern da niedergebombt, ja, während die britische Infanterie uns in der Basis gehalten hat. Selbst Halbkettenfahrzeuge haben so viel Schaden genommen gegen die Infanterie. Das war unglaublich. Und wenn die Briten nicht voll Infanterie gehen, sondern ihre blöden Bren Carrier oder wie die heißen rausbringen, hat Panzerelite und Wehrmacht auch keine Chance. Weil die Wehrmacht braucht ein bisschen, bis sie anti-tank-fähig ist. Und die Panzerwagen der Panzerelite machen keinen Schaden gegen das Scheißding. Wohl aber umgekehrt. Ich bin mal gespannt, was uns dann unsere aktive Theorie-Session bringt. Ja, ich auch. Vielleicht. Ich weiß auch nicht. Aber ich finde das Spiel sonst an sich schon ziemlich geil. Ja, besonders, dass es so viel Community gibt. Das gefällt uns sehr. Ja. Ist halt eine Mischung aus StarCraft und Man of War an sich. Ja. Langsam kriegen wir es auch mit dem Micro hin, dass wir die Squads nie komplett verlieren, sondern immer wieder auffüllen können. Ich weiß nicht, ob das wirklich kostengünstiger ist oder ob es auf dasselbe hinauskommt. Auf jeden Fall spart sich zumindest Panzerelite damit Erfahrung noch an. Ist deutlich günstiger, ja. Also bei mir kostet, glaube ich, 50 oder so pro Typ. Also 250. Neu würden sie wohl 280 kosten. Okay, ist nicht so der große Unterschied. Aber ist günstiger. Ich denke, bei der Wärme ist es dann auch so auf lange Sicht, dass man da dann spart. Hier hat irgendwer gepult. Wer hatte diese grandiose Idee? Nebenbei haben wir noch ein anderes Projekt am Laufen, noch keine Videos reingestellt. Aber Clonk Rage,
Clone Great, meine Damen und Herren. Ein Spiel für die ganze Familie. Wir sind jetzt im vierten Level. Und ja. Ihr könnt euch schon mal drauf freuen. 27 Parts sind schon fertig. Kompiliert. Oh Mann, ich habe noch keine Add-ons außer Bartender. Ja. Bin ich froh, dass Tastenzuweisung scheinbar irgendwie auf Blizzard-Server gespeichert ist. Das macht es sehr angenehm. Danke Blizzard hierfür. Ja, ich stehe ja oben in der Turmspitze und warte endlich mal, dass hier was passiert. Ich will wie in den Endboss, ne? Ah. Ja. Nevermind, was ich gesagt habe. Ja, er hat Scooby auch zum Sieg beigetragen. Ach, oh, shit. Warum hast du keinen Druiden? Schluss, pass auf. Ach ja, ich bin nicht gestorben. Von daher. So, Scooby geht mal DBS. Wo macht man das am besten? Was muss man jetzt machen? Genau. Schon so ein Ding gesehen? Nee. Ich weiß, wie es geht. Ich brauche eine Kohlenpfanne. Ich finde dir eine. Ist das jetzt hier als Kohlenpfanne? Tatsache, ich beschwöre irgendwas. Oh, das wird. Wow. Oh, you guys, hi. Oh, die sind ganz schön klagerisch. Schon. Sowas achtet Blizzard ja immer. Finde ich gut. Weil das lockt wieder so Leute an, die überall Sexismus und so sehen. Oh, gefällt mir. So. Ah. Trägst du uns wieder ein? Ja. Nice. Ja, wir kumulieren hier ganz schön Ehre, muss man sagen. Oh ja, 1,5k fast. Und Loot-Funktion noch ändern. Wird gemacht. Und gemacht. Jo, nice. Ja. Mal sehen, wie das ausgeht. Kommen wir ja. Es ist halt die Frage, ne, ob das Spiel wirklich so krass imbalanced ist, obwohl so viele Leute spielen, ne, oder ob wir dumm sind. Das könnt ihr wahrscheinlich besser beurteilen, ja. Bitte Comments.
Seit ich mein XP neu installiert habe, habe ich irgendwie viel mehr Wut. So, ein so ein Hautding habe ich schon mal. Außerdem, das Spielen, Zweite Weltkrieg spielen, muss man einfach Deutschland spielen, weil erstens, sie haben die cooleren Namen von Einheim. Zweitens, sie sind einfach Militärgenies. Und drittens, sie hätten fast den Krieg gewonnen. Wir haben den Krieg nicht gewonnen. Yeah, about that. Wir sind keine Loser. Wir sind Deutsche. Hätten wir sonst beiden Weltkriege gewonnen? Oder muss ja sagen, Kojo ist ja der bessere Strategiespieler von uns beiden. Deswegen habe ich ein bisschen Angst, dass ich ihn aufhalte. Nein, das kann ich nicht. Ja, das war nämlich bis jetzt immer so, man kann es nicht leugnen. Das Empire stimmt. Earth habe ich dich aufgehalten, in StarCraft sogar auch, ja. Dafür halte ich dich in anderen Spielen auf. Oder wir spielen sonst keine Spiele. Ich bei einem wie in WoW zum Beispiel. Okay. Danke. So, ich finde keine mehr. Ich finde keine Klipperufer Schiefer. Ja, vielleicht ist Company of Heroes ja das Spiel, wo unsere beiden Skill-Level sich treffen. Können sein. Wo wir beide bei 0 sind, was willst du sagen? Nee, wo wir beide bei minus 5 sind. Ah, das ist so eine Möglichkeit, der Community zu zeigen, ne, was die richtige Einstellung ist bei solchen Sachen. Ne? Ich meine, wir mögen das Spiel an sich, ja. Wir sacken halt nur extrem. Das ist richtig. Aber das kann man ja ändern. Jupp. Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu ändern. Entweder